bist heute hier in Ludwigshafen, hast du gerade eben einen tollen Vortrag gehalten. Was sagst du so grundsätzlich zu Ludwigshafen und auch zu dem Publikum von dem heutigen Tag? Ja, Ludwigshafen ist meine Heimatstadt. Ich liebe Ludwigshafen. Und das Publikum ist toll. Alle sind in guter Stimmung. Alle freuen sich, dass am Sonntag Wahlen sind. Kommunalwahlen, Bezirkstagswahlen, Ortsvorsteherwahlen, Ortsbeiratswahlen und natürlich Europawahlen. Und alle waren fleißig und wir hoffen auf gute Ergebnisse am Sonntag für die SPD. Absolut, ich glaube auch, dass wir tolle Ergebnisse haben. Jetzt aber ganz kurz, es gibt ja manche, die sind noch unschlüssig. Die wissen ja noch nicht genau, ob sie wählen gehen sollen, wen sie wählen gehen sollen. Erstens, warum sollten sie wählen und zweitens, warum gerade die SPD? Unter der Zeit übernehmen die Politikerinnen und Politiker die Aufgaben, Gutes für die Menschen zu machen oder Dinge zu bewegen. Und am Sonntag, am Wahltag, da haben die Bürgerinnen und Bürger die Pflicht, uns zu beauftragen, weiter Politik zu machen oder entweder, wenn sie unzufrieden sind, auch politische Mehrheiten zu verändern, so wie hoffentlich bei den Europawahlen, weil da sind die politischen Mehrheiten die mit denen so unzufrieden sind, weil Europa ist klasse, Europa ist hier für Ludwigshafen, für die Region ein Wohlstandsmotor, ein Arbeitsplatzmotor, es gibt ganz viel Mittel aus europäischen Fonds, damit auch die Stadt weiterentwickelt kann und wählen ist Bürgerpflicht, weil wer nicht wählt, der hat schon verloren und der wählt immer falsch. Absolut. Also Sie sehen, jeder sollte wählen und Europa ist dafür da, um Türen zu öffnen, nicht Türen zu schließen. Und jede Stimme zählt. Deswegen bitte gehen Sie raus, wählen Sie und am besten meine tolle Jutta Steinbrück. Dankeschön.